Einen schönen guten Abend, meine lieben Passingerinnen, meine lieben Passinger. Ich weiß gar nicht, in gendergerechter Sprache heißt das ja nur noch Passingerinnen. Glaube ich jedenfalls. Bin hier wieder einmal kurz auf dem Heimweg. Hallo. Hallo, wir kennen uns doch. Darf ich auch was sagen? Hey, bitte. Max Winter. Max Winter ist nicht mehr hier. Ja, ich weiß. Das ist eine ehemalige. So alt wie manche Pässe. Das alte Konfetti. Ja. Genau, kannst dich erinnern. Ich bin der Jan. Ich kenne dich. Genau. Ja. Und warum sitzt du da nicht drüben in alter Gemeinschaft? Wie immer. Weil es ein Dreck ist. Ein Dreck ist es. Wenn wir es nicht morgen. Hass mal. Ehrlich? Voll. Komm, man muss ja auch mal kritische Stimmen runterkommen lassen. Ja. Mein Hund muss eigentlich auch nicht. Sunny. Oder? Sunny. Was? Happy. Happy. Auch Sunny und Happy. Wo geht's jetzt noch hin? Nach Hause, oder? Ehrlich? Also da nicht rein und da nicht rein. Und da nicht rein, aber hier auf der Präsentierteile Spaghetti mit Meeresfrüchte 17,50 Euro. Ist doch ein Schnäppchen. Nö, wollen wir nicht. Alles klar. Spaghetti mit Meeresfrüchte, ganz beschwindig. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr bleibt passingtreu, auch wenn es immer teurer wird und unbezahlbar. Ja. Ja, was soll ich noch mehr glaubt's sagen? Gutes Essen bekommt man von guten Köchen. Ja. Und das hier drumherum sind keine Köche. Und nee. Ich möchte auch was sagen, ich vermisse Konfetti. Damals war ich, keine Ahnung, 19. Du schaust immer noch so schön aus wie damals. Krass, gell? Ja. Immer gleich, gell? Du hast dich kaum verändert. Aber du auch übrigens. Ach, okay, lass es sein. Es passt schon. Nein, ohne Scheiß. Immer auch. Meine Haare sind grauer geworden. Der Hund ist älter geworden. Der Hund lädt immer noch. Ja, Wahnsinn, gell? Ja. Der Hund kennt sich gar nicht den Landstreckerhof. Ich schwöre bei Gott, das war's ehrlich, gell? Ich hatte ja auch mal einen Hund. Hello. Hello. Ja. Wie alt hieß der? Und der Hund lebt noch? Nein, leider nicht. Ah, okay. Aber die waren gleich alt. Schau, mein Hund wird jetzt 16 Jahre alt. Kennt der Landsberger Hof noch von innen und außen. Ja. In diesem Sinne, ich werde jetzt mal hier ein paar Leute befragen, warum sie sich das leisten können und ich mir nicht. Nein, ich könnte es mir leisten, aber ich will es nicht. Aber wir wollen nicht. Ich auch nicht. Das also, ist ja der Punkt. Ich zahle auch für eine Bouillabaisse mit Nudeln, mit aus TK-Nudeln, mit vielleicht gebratenen Garnelen und vielleicht ein Wolfsbarsch drauf. Ja, das klingt ja sehr, als würdest du dich mit der Kochkunst auskennen. Ich bin Koch. Ach, okay. Und warum isst du hier nichts am Platz? Am weil Highlight? Weil ich ganz genau weiß, so was teuer. Hier verab. Nö, für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was hier verkocht wird, weiß ich ganz genau, was hier gemacht wird. Das ist einfach nur Abzocke. Ja. Aus TK-Ware. Natürlich das Beste rausholen. Was aber heißt TK-Ware? Muscheln aus TK. Tiefkühl. Achso, Tiefkühl. Entschuldigung, ja, jetzt. Ja. Natürlich hast du deine Nudeln, die frisch sind, gemacht. Komm her. Hallo. Ist drauf. We are